Okay. Also es geht. Er hat mir sogar einen Schlüssel hinterlassen. Mit jenem Schlüssel komme ich hier hinein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure, welches sich langsam aber sicher dem Ende neigt. Zu Ende des letzten Videos waren wir hier wieder auf der Zitadelleninsel angekommen mit unserem eigenen teuer bezahlten Bötchen. Und ich habe jetzt gedacht, ich gucke jetzt erstmal, wo hier irgendwo ein Siegel ist, bevor ich jetzt wieder eine Viertelstunde lang hier durch die Kante renne mit euch. Für nichts und wieder nichts. Tatsächlich ist es aber so, dass in der Höhle, wo wir uns jetzt befinden, direkt schon das Siegel ist, oder zumindest ein Siegel. Wir werden uns nach diesem Siegel natürlich noch ein kleines bisschen auf der Insel umschauen. Denn ich meine, da war noch irgendwo eine Funfrock-Statue eventuell mit dem... das eine Sendel-Markierung zustellte. Ich bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher, ob da hier auf der Insel eins war, aber wir gucken mal. Es ist ja auch nicht allzu viel. Wir werden auch gleich sehen. Oh ja. Was hier noch passiert? Das kann ja nicht alles sein hier, ne? Das kann ich nicht. Also gut. Jetzt aber. Sollte das alles sein? Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen? Nee, oder? War das alles? Also, ich kann es jetzt noch 70 Mal probieren, glaube ich. Aber wenn es da rein ginge, dann wäre Zwinsen schon irgendwie reingesprungen. Scheint hier so nicht zu funktionieren. Dann war es tatsächlich nur das eine Kleeblatt. Ja, hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sei es drum. Drum schauen wir hier ja auch noch so ein bisschen auf der Insel uns gleich um. Ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal, ich kann es fast nicht glauben. Naja. Wir schauen uns noch ein bisschen auf der Insel um und suchen noch, ob sich hier eventuell noch irgendwo ein Sendelsiegel befindet. Das ist ja, denke ich mal, relativ schnell erledigt. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass eine Funfrock-Statue zumindest mal hier auf der Zitadelleninsel nicht war. Selbstverständlich bin ich mir dabei aber nicht sicher. Wohin möchtest du? Ich bleibe mal hier. Ich bleibe hier. Die Magiestufe, um die roten Klone zu bekämpfen, die müssten wir eigentlich inzwischen auch erreicht haben. Also wir sind jetzt auf Stufe 3. Was wir jetzt noch bräuchten zur Erfüllung der Prophezeiung, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist es einen Schluck Wasser aus dem See klaren Wassers, welcher aber meines Erachtens auf der Hamalai-Kette ist. Und da müssen wir natürlich auch erstmal hin. Und dazu wiederum... Doch, da ist eine Funfrock-Statue. Und dazu wiederum müssen wir natürlich erstmal auf diese Hamalai-Kette kommen. Beziehungsweise wir müssen dieses Fort noch komplett einnehmen. Ja. Wo wir eben das Problem mit den roten Klonen hatten, weil wir da ja noch nicht auf der Magiestufe waren. Jetzt schaue ich mal, ob sich hier eventuell die Benutzung dieses Gegenstandes lohnt, wobei ich aber mir nicht vorstellen kann, dass es das tut. Doch. Ah, wie komme ich da jetzt rein? Hier ist ja alles... Ah, muss ich da springen? Och, ist das niedlich. Guckt mal, ein Elefant. Also ein Dicko. Was macht denn der? Macht er überhaupt was? Ja, okay. Kohle wäre besser, muss ich sagen. Ich meine, ich habe genug Kohle. So ist nicht. Ja, ist okay. Ich gehe hier mal runter. Moment, da vorne. Hier geht's durch. Jetzt lasst mich aber ganz kurz mal rauszoomen. Da unten geht's nicht lang. Ich gehe trotzdem mal runter. Es muss einen Grund geben, warum es hier runter geht. Aber wahrscheinlich ist da nur die Leiter, dass falls man runterfällt, man wieder hochkommt. Nichtsdestotrotz will ich auch nochmal ins... Oder kann man da rein? Ich habe nie ausprobiert. Aber offensichtlich nicht. Hier auch nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal da den Durchgang an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich mir das bei meinen ursprünglichen Spieldurchgängen
vor den vielen, vielen Jahren überhaupt angeguckt habe. Ah, jetzt sind wir hier. Da kommen wir in der oberen Stadt wieder raus. Ja. Stimmt, also hier kommt man ganz normal hin, nur da hoch kommt man nicht. Da steht am Anfang des Spiels so ein Hasi. Und erklärt einem was. Jetzt können wir hier hochfahren. Und dann sind wir mitten drin, statt nur dabei. Allerdings, ob hier noch ein weiteres Sendelsiegel ist, das wage ich an der Stelle mal zu bezweifeln. Jetzt werde ich natürlich nochmal angucken. Ich wüsste nicht, wo hier eins sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Guten Tag. Guten Tag. Gut, die reden auch nicht mehr mit einem als vorher. Ich müsste tatsächlich nochmal schauen. Da oben waren wir ursprünglich gefangen, ne? Ich habe nur die Vermutung und die Angst, wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich sofort erwischt, aber ich mach's trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen auch stark genug bin, um mich... Da ist ja gar kein Deko. In dem Fall ist da gar kein Deko, okay. Aber ich schätze mal, wir kommen da auch nicht so einfach raus. Nee, ne? Schade. Ja, auch hier können wir nochmal rauszoomen. Also die Kollegen sind jetzt wieder am Start hier, ne? Gefangene gibt's keine. Brauchen wir hier nicht mehr sein. Es ist also hier in diesem Quadranten, glaube ich mal, keine Sendel. Kein Sendelsiegel. Vielleicht hier. Hier waren wir ja am Anfang auch schon mal drin, aber es wäre hochgradig riskant für den Leuten hier offen mit Sendelsiegeln hier umzugehen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, mehr ist hier auch nicht. Nichts dazugekommen an irgendwelchen Dialogen. Das heißt, wir benutzen jetzt zunächst mal unser Holomap. Denn es fehlt uns ja auch noch ein Runenstein. Zitadelleninsel, genau. Wir haben Runenstein. Das ist meines Erachtens der letzte Runenstein, zu dem wir müssen, beziehungsweise da müssen wir, oder da kommen wir erst hin, wenn wir dieses vorerobert haben. Seeklares Wasser, da kommen wir auch erst hin, wenn wir das vorerobert haben. Ja, da bin ich auf der Zitadelleninsel. Da ist das der seeklaren Wassers und da ist der Runenstein. Also das sind jetzt im Prinzip die letzten drei interessanten Spots, die wir uns, oder die letzten zwei interessanten Spots in dem Moment, soll heißen, ich muss jetzt erstmal, davon gehe ich fest aus, wieder auf die, ist es die, halt. Ne, nicht halt, ich gehe wieder, auf die, ne, ich denke mal auf die, wie heißt denn das, auf die Festungsinsel oder wie die heißt. Aber sei es an der Stelle mal drum. Wir müssen einfach in erster Linie mal zurück zu unserem Haus. Da ist ein roter Deko jetzt sogar vor. Moment, an dem könnte ich das ja gerade mal checken, ob meine Magie jetzt wirksam ist an solchen. Darf mich jetzt allerdings nicht bewegen. Während der Kamerad hier durchfährt. Ja, jetzt müssen wir einfach ein Momentchen warten, ne? Also der fährt jetzt da durch, dann probiere ich, wie gesagt, an dem roten Deko aus, ob die Magie jetzt ausreicht. Denn wenn sie nicht ausreicht, brauche ich erstmal auch nicht zurück zu diesem Vor, um die anderen Klone da zu bekämpfen. Hier ist leider nach jetzt. Okay, es könnte sein,
Okay. Also es geht. Er hat mir sogar einen Schlüssel hinterlassen. Mit jenem Schlüssel komme ich hier hinein. Und es hat... Wir schließen die Taverne. Ich befehle Ihnen, sie unverzüglich zu verlassen. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Ich möchte mich hier mal umsehen. Also auf jeden Fall, rote Klone funktioniert. Der hat auch wiederum einen Schlüssel. Mit ihnen hätte ich gerne mal gesprochen. Wir können doch einfach hier... Das ist ja... Ich befehle... Ach, das ist doch nationales Kulturgut hier. Du kannst das doch nicht einfach zumachen. Da war auch noch was, genau. Diese Tür. Oh, was es hier gibt. Das ist ja cool. Wenn das nicht sogar zu noch einem Sendelsiegel führt. Oder so. Moment, gucken wir uns erstmal diese Weinflasche. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das hat nicht sollen sein, aber ist halt so. Ist die Musik plötzlich weg? Also ich kann mich erinnern, ja, da durch diese Tür bin ich ursprünglich auch mal gegangen. Hätte man jetzt natürlich auch alles unterlassen können. Allerdings, wo geht es jetzt hier hin? Das weiß ich nicht mehr. Es kann sogar sein, dass ich irgendwo in Twinsons Haus rauskomme. Nee. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Sammler, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Dings, also im, in der Aufnahme sieht. Auf jeden Fall habe ich in dem Fall wohl mal alle Kleeblatt-Kästchen gefunden. Ja? Jetzt fehlt da nur ein Kleeblatt dazu, ne? Aber egal. Also ganz coole, versteckte Geschichte hier. Was heißt versteckt? Die Tür ist ja offensichtlich. Nur sollte man irgendwie einen Schlüssel dafür haben, ne? Was ist mit Guten ihm? Tag. Hallo, Sportsfreund. Gut, der sagt auch nichts Neues. Also dementsprechend haben wir da jetzt auch noch ein klitzekleines bisschen was gefunden, wenn es auch nur ein, nur in Anführungsstrichen ein Kleeblattkästchen war. Guten Tag. Hallo. So interessant, hier sofort wieder Gäste da, ne? Da sitzt einer schon wieder. Wir schließen die Taverne, hat es vor 2 Minuten noch geheißen. Jetzt sind schon wieder Gäste da. Niemand schließt diese Taverne. Oh, ich habe ein bisschen Energie allerdings verloren, das ist... nicht von der Hand zu weisen. Aber die ist ja ruckzuck zurückgeholt. Es wäre hier noch interessant zu gucken, ob es hier irgendwo noch einen interessanten Punkt gäbe, wo ich mit dem Jetpack hinfliegen kann. Man könnte sich jetzt die ganze Welt nochmal angucken, ob es irgendwo noch eine Stelle gibt, wo irgendwie übers Wasser gegangen werden kann oder geflogen, um im Anschluss da irgendwas Interessantes zu finden. Allerdings... ist da jetzt mal nicht der Fokus drauf. Jetzt wollen wir gucken, jetzt sind wir schon wieder bei knapp über der Hälfte des Videos. Das heißt, wir sollten jetzt gucken, dass wir noch was gemacht kriegen. Also wie gesagt, rote Klone nicht das Problem. Deswegen gehen wir jetzt mal. Wohin möchtest du? Also Rebellionsinsel, Wüste des leeren Blattes, Hauptinsel, auf den Hamalai. Auf den Hamalai. Auf den Hamalai, genau. Dann müssen wir das voreinnehmen können, woraufhin wir Zugang zum See des klaren Wassers erhalten. Und dann müssen wir irgendwie auch quasi auf die Nordhalbkugel kommen, um dort dann den letzten Runenstein zu betätigen, nenne ich es jetzt mal. Da können wir sehr gespannt sein. Bis wir da sind. Okay. Sie muss tatsächlich sagen, so eine Verbesserung, eine weitere Verbesserung, die sie in dieser Enhanced Edition hätten machen können, wäre, dass man solche Eingangsszenen hier abbrechen kann. Denn wir sind da doch immer die gleichen. Man kennt sie dann irgendwann. Die sind... Ist ja schön, dass das alles animiert ist. Dass man sich das alles anschauen kann. Das ist alles mit der Bärchen. Aber wenn man es 15 Mal gesehen hat, dann muss das nicht mehr sein, ne?
Sollte ich allerdings... Jetzt sollte ich tatsächlich wieder ein paar Herzen haben, weil ich möchte jetzt ungern zu Fuß, wie gesagt, Na? So. Ja, auch nicht ins Wasser fallen. Zu Fuß nachher zu der Festung hinterrennen. Weil da wird ja trotzdem noch scharf geschossen, ne? Da sind ja trotzdem noch Gegner da. Ja, es ist halt hinten ins Wasser gefallen. Einfach so. Ne? Jetzt kommen wir halt wieder an. Haben aber wieder volle Energie, haben leider ein Kleeblatt weniger. Das macht jetzt mal nichts. Drei haben wir noch. Wir werden uns hoffentlich ein Weilchen reichen. Komm, brich mal Szene ab. Nee, geht immer noch nicht. Schade. Naja, wird jetzt auch nicht in 2 Minuten weggepatcht sein, ne? Da drüben wäre vielleicht nur interessant, auf dieses kleine Inselchen rüber zu hüpfen mit den Fässern. Einfach um zu gucken, ob da vielleicht was Hochwertigeres drin ist. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber jetzt haben wir eh alles voll. Und noch mehr Kohle brauchen wir im Moment nicht. Hast du was noch irgendwie zu mir zu sagen? Guten Tag. Nur Mut. Warte auf deinen Kameraden, bevor du den Bereich wechselst. Und falls ihr Schwierigkeiten habt, um zum Fort zu gelangen, schaltet zuerst den Radar aus, der sich über den Bunkern in eurem Landungsbereich befindet. Der Radar ist ja ausgeschaltet, das haben wir ja gemacht. Aber auch meines Erachtens kein weiterer. Okay. Tja. Der ballert halt jetzt, ne? Das ist das Problem. Ich kann den aber auch nicht erwischen, ne? Eigentlich keine Lust, jetzt hier an diesem einen Kollegen da erneut ein Kleeblatt zu verlieren. Herzchen, super. Also, jetzt lass mal kurz rauszoomen hier zum Gucken. Also der Radar da oben ist nach wie vor weg. Da ist jetzt auch kein Kollege mehr, der irgendwie auf uns ballert. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal zwecks Herzen. Ja, ein bisschen Magie kann auch nicht schaden, ne? Jetzt haben wir beides gekriegt. Die da drüben interessieren uns jetzt erstmal nicht. Ja, hier muss ich jetzt schnurstracks durch. Den hätte ich jetzt zwar auch mal mit einem Treffer erledigt, aber wir haben andere Prioritäten. Da vorne müsste einer. Da vorne ist wieder einer mit einem großen Geschütz, ne? Da kann er jetzt so lang ballern, wie er will, da drüben. Okay, 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 okay. Alles in Ordnung soweit. Ich gehe einfach weiter. Ist ja auch nicht so wild. Ist ja auch nicht so wild. Ja, da jetzt jeden Einzelnen erledigen zu wollen, ist ja fast nicht machbar. Da vorne ist wieder der Kollege. Da müssen wir gucken, ob wir den irgendwie von hier aus erwischen. Nee, können wir nicht. Muss ich nur gucken, also. Dem rennen wir ja nur leider mehr oder weniger mitten ins Feuer. Aber den erledigen wir. Solange unser, wenn unser Ziel, wenn unsere Zielfunktion mal. Ja, ein paar Mal hat er uns jetzt doch getroffen. Nicht so wild. Ah, jetzt haben wir tatsächlich dann ein Problem mit unseren Herzchen. Oh je, da oben auch noch das Flakgeschütz. Also ist kein Flakgeschütz. Tatsächlich. Aber halt, ne? So. Jetzt ist leer. Sind wir schon mal. Nein, ich will gar nicht zurück. Hallo. So, was haben wir denn? Ah, Videolänge ist fast erreicht. Aber wir machen noch ein paar Minuten. Einfach, dass wir hier was erreicht haben. So.
Der Kamerad auch weg. Herzen kann ich gut gebrauchen. So, also da wäre jetzt so ein roter. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich traue mich mit meinem derartigen oder mit meinem derzeitigen Energiestatus nicht, den händisch anzugreifen. Ja, leider erneut ein Kleeblättchen verbraucht. Den da oben sollte ich auch noch eigentlich, ne? Damit sich's auch lohnt. Beziehungsweise wenn man jetzt hier unten reingeht, wenn es denn geht. Geht nicht, da wird er wahrscheinlich noch einen Schlüssel bei sich tragen. Mein Hasi-Kollege könnte allerdings auch mal was tun. Okay, der ist dann nicht so einfach. Doch, naja, einfach war er nicht. Aber ja, es ging zumindest mal. Jetzt könnte ich mir vorstellen, entweder hier oder da unten komme ich rein. Ich probiere es erstmal da unten. Und dann schauen wir mal. Ne, doch nicht. Also oben. Es wird ja aber, glaube ich, weiterhin noch nicht ganz leicht. Ne? Jetzt muss ich mit dem vielleicht nochmal sprechen, dass der mir vielleicht dann irgendwann mal folgt. Nö, der lässt sich mit sich, lässt nicht mit sich sprechen. Okay, dann ist es halt so. Wisst ihr, was wir machen, liebe Leute? Wir machen jetzt hier einfach Schluss. Und bleibt es schön spannend. Und wir werden diese Funfrock-Tür da im nächsten Video durchschreiten. Und dann geht es ja wahrscheinlich nochmal hammermäßig ab. Gell? Aber das werden wir dann sehen. Relativ wenig Energie jetzt leider am Start. Noch zwei Kleeblätter. Ja, also ruckzuck sind die dann doch mal weg, wenn es blöd läuft. Aber gut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und zwar im nächsten Video. Für dieses bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.